Okay, ich sag's Ihnen. Nur einfach zu erzählen, die Rezepte von die Hackbraten hier in diesem Restaurant ist von meiner Mama und ist die wirkliche beste Hackbraten in ganze Welt und wird nur vererbt an Älteste von Familie. Moment, bitte. Dixon hat angerufen, er findet das Hackbratenrezept deiner Mutter scheiße. Also ich persönlich finde den Hackbraten von Ihrer Frau Mutter wirklich auch super, Herr Balboa. Aber der Umstand, dass der Herr Dixon ihn nicht so mag, ist also nicht Grund genug, dass wir als Komitee Ihrem Antrag auf Fresse vollhauen stattgeben können. Also es geht wirklich nicht. Also wir können Herrn Dixon nicht die Fresse vollhauen, das geht nicht. Na, und was ist, wenn ich mache selber? Ja, was genau meinen Sie denn jetzt da damit, Herr Balboa? Na, haue Dixon einfach eine auf Fresse. Dann entziehen wir ihn die Moped-Fahrerlaubnis. Brauche ich nichts Moped, kann ich auch fahren mit Uschi. Mein Hackbraten fand er auch scheiße. Die Streiterei bringt nichts, Rocky, glaub's mir. Es kann ja doch nicht so wahr sein, dass du Dixon wegen diese blöde Hackbraten-Rezept willst, hau auf die Fresse. Bringe dir nichts und bringe mir auch nichts. So viel, jo, ich dir jetzt einfach was erzähle. Niemand mache Witz über Hackbraten. Dixon Fresse vollkriege. Der Hackbraten besteht ja in erster Linie aus zusammengefegten Resten, Mr. Balboa. Der Hackbraten schmeckt voll krass scheiße, Alter. An der Stelle würde den Maul halten. Wieso, was willst du machen, Alter? Ich dir Fresse voll auf. Weiter so, Papa! Rette Ehre von die Hackbraten! Rocky Balboa, ab dem 8. Februar nur im Kino.